Am 10. Juli fand die 33. Stadtvertretersitzung der Landeshauptstadt Schwerin im Rathaus statt. Die Mitglieder der verschiedenen politischen Fraktionen waren anwesend. Geleitet wurde die Sitzung von Stadtpräsident Sebastian Ehlers. Nachdem wiederkehrende Anträge aus den letzten Sitzungen kurz angerissen wurden, wurden die neuen Anträge der Fraktionen besprochen. Neben Tagesordnungspunkten wie die Einrichtung einer Sonderzone Altstadt zur Belebung der Innenstadt wurden Themen wie Platz der Kinderrechte und das Konzept für öffentliche Toiletten diskutiert. Die Fraktion Die Linke reichte den Antrag Anbringung von Plakaten an öffentlichen Straßen und Plätzen ein. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten sich aufgrund der vielen Wahlplakate in Schwerin gestört gefühlt. Wenn ich mir jetzt das Thema Umwelt, ist sicherlich eine wichtige Sache und wir hätten dadurch auch die Möglichkeit gehabt, eine große Anzahl von Papiermüll zu reduzieren. Aber wir haben ja auch einen riesen Einfluss für mich persönlich auf den Straßenverkehr. Wo hängen denn die Plakate? Die hängen an den Straßenlaternen und beeinflussen irgendwo auch den Verkehrslauf. Und wenn ich mir dann vorstelle, bei der letzten Kommunalwahl, weil die Hamburger Allee langgefahren ist, der hat überhaupt nicht mehr die gegenfahrende Fahrtrichtung gesehen, der hat nur noch Plakate gesehen. Also aus der Hinsicht, und wo kommen die Leute hin und beschweren sich? Zu den Ortsbeiräten, auch dort war es nicht. Also ich hatte allein jetzt im letzten Oberbürgermeisterwahlkampf, und da haben nur wenige Gesichter an den Laternen gehangen, selbst da kamen viele Leute zu uns im Ortsbeirat und haben gesagt, muss das denn so sein, kann man das nicht anders machen? Also aus der Hinsicht finde ich es schade, dass wir uns hier die Möglichkeit nehmen, denn wir hätten uns ja über die Satzung noch streiten können, wo soll was wie möglich sein. Aber generell zu sagen, wir wollen jeden einzelnen Laternenpfahl in Schwerin vollhängen können, dass wir das unbedingt beibehalten wollen, finde ich schade. Die verschiedenen Parteien teilten dazu folgende Meinung. Die Entscheidung, wie plakatiert wird, ist keine Entscheidung der Stadtvertretung Schwerin, sondern das ist vor allen Dingen eine Entscheidung der Parteien bei der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte und auch der demokratischen Rechte derer, die von ihrem passiven Wahlrecht Gebrauch machen. Meine Partei hat die nächste Mitgliedervollversammlung am 1.9. und vorher nicht. Und deswegen werden wir diesen Antrag weiterhin ablehnen. Wir lassen uns doch bitte nicht vorschreiben, wo wir Wahlplakate aufhängen wollen, wo nicht. Verkehrssicherheit, ja, das ist natürlich wichtig, aber schaut doch mal unsere Stadt. Überall Werbung, digital oder auch analog. Dann müssen wir alles in Schwerin abbauen. Das würde der Bürgermeister nicht so gut finden, weil wieder ein Steuereinnahmen nämlich per se verschwinden. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Ansinn. Ich glaube, wir müssen uns auf andere Arten und Weisen darüber Gedanken machen, wie wir die Wahlbeteiligung in dieser Stadt erhöhen. Und wenn es Wahlspenden gibt, Herr Tackmann, dann kann man damit auch andere schöne Dinge machen, Bratwurststände bezahlen oder sowas. Da sind Sie dann ja auch kreativ. Also damit kann man ja auch andere Dinge machen und Wahlwerbung betreiben. Aber dieser Antrag würde uns die Chance geben oder gibt uns die Chance, gemeinsam darüber nachzudenken. Sollte es eine gemeinsame Regelung vielleicht mal, wo wir lange drüber diskutieren und nicht so kurzfristig, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, die Argumentation weiterhin, die Parteien können großartig über Steuer und so weiter, das verfehlt absolut das Ziel der Chancengleichheit. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Vorlage Zerschlagung der funktionierenden Verwaltungsstruktur rückgängig machen von der CDU-FDP-Fraktion diskutiert. Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier hat einen Tag nach seiner Wiederwahl die Stadtspitze umstrukturiert. Von den Kommunalpolitikern heißt es, dass Badenschier eine funktionierende Verwaltung zerschlage, indem er die Stadtentwicklung von Baudezernent Bernd Nottebaum abziehe. Mit dem Antrag forderten die beiden Fraktionen den Oberbürgermeister auf, die Umstrukturierung rückgängig zu machen. In einem dritten Punkt sollte Dr. Rico Badenschier eine Rüge erteilt werden. Die Rüge gegen sich konnte der Oberbürgermeister damit nicht verhindern. Mit einer knappen Mehrheit von 18 Stimmen wurde der Antrag angenommen. Nun ist zu erwarten, dass Oberbürgermeister Badenschier Widerspruch einlegt.